Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Mass Effect 1. Ich habe mir heute vorgenommen, die Mass Effect-Reihe aus dem ersten Teil zu beenden als Let's Play. Und umstehen, welche geht ich nicht anvisieren kann, hurra. In der letzten Folge haben wir eigentlich angefangen, die Mission oder die vorletzte Hauptmission, sagen wir es mal so, anzufangen. Richtig? Und wir haben herausgefunden, dass Saren hier eine große Anlage beinhaltet, wie zu sehen ist, mit mehreren Gefangenen. Da ist schon eine geistige Verwirrung an sich. Okay. Du? Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Ah. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Mail Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache leben zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Okay, du bist ein bisschen wo durch den Wind, was? Was haben die Ihnen angetan, Soldat? Experimente. Wofür, weiß ich nicht. Die Auswirkungen unaufhörlichen Flüsterns auf meinen immer kürzer werdenden Geduldsfaden. Wer weiß? Ich will einfach nur raus. Hier stimmt was nicht, Shepard. Ja, ich kann ihn dennoch nicht hier lassen. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie ihn frei. Er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt? Wo sie doch so simpel sind. So verdammt simpel! Endlich etwas Action! Riecht nach Ärger! Greif ein Ziel an! Charlie, du bist nicht hier! Ja, bemessen für Dance ist auch wieder ein bisschen so komisch. Ach was, Liara. Ja, wie soll man es am besten ausdrücken? Ja. Keine Ahnung, warum jetzt das plötzlich uns angegriffen hat. Vielleicht durch die durch die Gehirnwäsche, sag ich mal. Macht auch Sinn, aber. Dennoch, warum redet Liara wie Tali oder Vex wie Tali? Keine Ahnung. Ist irgendwie mal so ein Bug beim Mass Effect, dass irgendwie die Charaktere immer wieder so komische Sachen sagen. Und hier gibt's noch ein schönes Zeug. Und so sich draußen Credits. Juju. Das wäre witzig jetzt, wenn die Sariana Vitali klingt. Na, endlich? Ups, falscher Knopf. Nee, da geht's nicht lang. Vex, ich sag's doch mal. Hör auf zu stöhnen. Das klingt falsch. Und Shepard lad mal. Ja, ich stehe wieder auf Lade, praktisch. Ach, ich liebe diesen Soundtrack. So, hier waren wir doch mal in dem Fahrstuhl gewesen. In der letzten Folge warst du sogar unten gewesen. Ja, doch mal. Ach, hier. Oder nee, warte mal. Ja, da waren wir schon. Ups. So. Ich habe mal noch die Waffe in Anschlag. Hier war das Labor gewesen. Ja, ein Freund ist online. Ach ja, da war die Tür gewesen. Ah, das ist auch juckt. Entschuldigung. Nee. Tut mir leid, ich bin noch an Terminator Assistance gewohnt wegen dem Inventar. Oh Mann. Aber stimmt, ich habe noch viel.
Rex, hast du vielleicht eine neue Rüstung, die ich dann vergeben kann? Ja, okay, die sieht doch eigentlich ganz schick aus. Neue Waffe, nein, brauchst du eigentlich nicht. Liara. Okay, eine neue Schrift, die wir jetzt mal haben. Hier ist eine Panzerung für dich. Anscheinend nicht. Oder für Shepard eine neue Rüstung. Schön. Das ist wohl eine gute koranische Rüstung, aber die kann ich nicht anhaben. Ja, also es gibt derzeit keine Rüstung, die bessere Werte hat als meine andere, die ich derzeit trage. Oder jedenfalls viel mehr, dass es sich nicht lohnen würde. Und Gav. Und tschüss. Schilde sind unten. Hallo? Ah, da ist jemand. Nicht schießen. Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ganz ruhig bleiben. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Tanoctis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ganz ruhig. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Okay. Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff. Die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Kollateralschäden? Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihm befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Ah, verstehe. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... So, jetzt haben wir ein bisschen was zu den ich sag mal, jetzt mal stark die Gehirnwäsche gesagt. Ja. Es wird alles sehr viel erforscht um die Sache und wir werden jetzt anscheinend noch viele Infos dazu bekommen. Aber hier eine nette Ort, um eine Geheimbasis zu gründen, hier mit Strandurlaub und sowas.
So. Ich muss sagen, Maxter Gerüst gefällt mir wirklich ziemlich gut. Obwohl wahrscheinlich eine rote Rüste wahrscheinlich zu Max besser passt. Was haben wir denn da? Ein Sender. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ja? Ich werde hier alles zu Hackfleisch verarbeiten. Und jetzt haben wir hier wohl wieder einen proteinischen Sender. Sieh einer an. Noch mehr Bilder in unserem Kopf. Und jetzt? Und jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was für das Beate das sein sollen. Ich weiß nicht, was das darstellen sollte. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Dieser Augenblick, wenn man mit der Sovereign spricht, ist einer der epischsten und gänsehautfühligsten Momente im Mass Effect. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. So, Mikrofon ein bisschen umgestellt. Ui. Ja. Ihr habt das jetzt selber gehört. Wir sprechen jetzt mit einem Reaper. Immer wieder ein epischer Augenblick im Mass Effect. Und wie er da sagte, wir sind das Ende von allem. Vor allem, das ist echt ein epischer Augenblick. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Das ist jetzt das große, schlüssige Geheimnis von gesamten Mass Effect. Oder einzelnen größten Mass Effect Trilogie.
Nämlich anfangs hat man natürlich immer gedacht, ja, Mass Effect, Portale, Zitadel, alles wurde von den Proteanern gebaut, aber am Ende steht sich heraus, sie waren es überhaupt nicht, das waren alles sie. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Ja, passt gut zusammen. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Ja, ich glaube, er ist nicht so glücklich. Commander, wir bekommen Ärger. Was ist denn? Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Wir sind hier fertig. Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Ja, jetzt gibt's da eine ganze Menge Hintergrundinformationen. Bei den Reapern. Ja, man hat anfangs gedacht, ja, Seven ist der, der das Sagen hat. In Wahrheit ist es dieses Schiff. Keine Ahnung, Die Geht entfernen sich von ihrer Stellung, Jaito. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg. Und abgebrochen die Kommunikation. Geh sterben, du Kugana. So. So, drei Kugeln erledigt. Die gehören wohl anscheinend zum Bloodpack. Was das Bloodpack ist, wenn wir Mass Effect 2 erfahren. Jedenfalls haben sie eine sehr ähnliche starke Rüstung. Echt eine sehr schöne Welt, muss ich sagen. Oh, ein großes Flugabwehrgeschütz. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Norm.
jetzt bist. Einige böse Löcher, ich meine große Löcher. Stirb, stirb, so. Na gut, die erste Gegnergruppe erledigt. Turmsturm deaktivieren. Okay, das haben wir alle. Oh, hi. Gute Arbeit am Geschütz, Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Ashley, ja, ich hab dich gehört. Wieder dieser eine komische Soundbug, der mir wieder auftritt. Aua, aua. So, öffnen, danke. Da ist es. Wir müssen die Gen ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Diese Geffbücher sind richtige Nervensägen, aber dank Biotik lernen sie das Fliegen. Ja, keine Ahnung, wie der andere jetzt gerade gestorben ist. Aber wen juckt's. Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter. So. Nettes halbwegs offenes Örtchen hier. Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Ja, war die nochmal die gehört. Ah, da. Da vorne ist gerade in der Mitte ein Grafikfehler. So, mich gerade ein bisschen hinsetzen. Ui. Ein interessantes Design für eine Bombe. Ja. Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Holen Sie sie da raus, Joker. Sofort. Negativ. Es ist zu gefährlich. Dürfen das nicht riskieren. Wir halten sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Gut. Hoch zum Flakturm. Los. Ja, warum ich... Ich verstehe nicht, warum man jetzt meine Karte wechseln kann, aber... Im Prinzip mal... ja. Warum nicht? So, dann nehmen wir die Haut jetzt mal ab. So, hier ist noch eine Wache. Hätte ja eigentlich mehr Wachen sein müssen. Zum Flakturm müsste es, glaube ich, hier lang gehen. Anscheinend. Und hier sind ein paar... Stirb, 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 stirb. Tali hat Blutbad. Okay, meine Strophenhinte. Verstehe. Oh oh! Warlord. Okay, waren wir alle gewesen.
Shepard, wirst du die Waffe wieder weglegen? Ich meine, wir sind gerade im Fahrstuhl. Keine Kiste, hier auch nicht. Ah, da ist die Kiste. So. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld. Na, super. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Eine der größten oder beziehungsweise schwersten Entscheidungen im Mass Effect, je nach Fan, einfach oder nicht einfach, ist, wen rettet man? Kaldian oder Ashley? Ich habe ja vorhin eine Beziehung mit Ashley zu machen, deswegen werde ich sie retten. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung und Sie wissen das, Ash. Es tut mir leid. Tut mir leid, Kaldian. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Nun dann, bevor die Bombe hochgeht, retten wir schnell Ashley. Egal wie man sich entscheidet, man kann leider beide nicht retten. Einer von den beiden wird immer sterben. Je nachdem, wie man für sich entscheidet. Ey, wie schnell ist der Aufzug gerade gewesen? Hey! Hier bin ich! Sie müssen sich beeilen, Commander! Sie können sich nicht länger zurückhalten! Achten Sie auf die Ecke! Sperrfeuer! Da hat jemand auf das Ding geschossen. Ah, Sach kommt mal höchstpersönlich. Juckt ihn nur. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Ich finde die deutsche Synchronstimme aber ziemlich cool von Sachen. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie haben Angst, dass Sovereign Sie beeinflusst. Sie haben Angst, dass er Ihre Gedanken kontrolliert. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation...
Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Ja, aber warum folgen diese Geht denn jetzt, dieser Finn? Warum folgen die Geht, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geht gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Sovereign manipuliert sie. Und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind so mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Ja, aber Shepard lässt sich nicht so leicht umlegen. Das hat starke Schilde, aber ja. So, Freundchen. Na, da wird ziemlich handgreiflich, der Typ. Wenn das nicht meine gigantische Explosion war. Und ich gehört aber mir jetzt ein Levelaufstieg. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Tut mir leid, Ash. Ich konnte dich nicht zurücklassen. Ich konnte einfach nicht. Und das weißt du auch. Ich weiß. Und ich bin dir dankbar. Aber Kaidan ist für mich gestorben. Für uns.
Ash, wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie als Märtyrerin sterben, um die Ehre Ihres Großvaters zu retten? Das ist nicht fair. Ja, es war nicht fair, wie das Militär und die Öffentlichkeit Ihren Großvater behandelt haben. Aber ich möchte Sie nicht wegen dieser Geschichte verlieren. Verstehe, Commander. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann bleiben wir uns. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Das muss echt ein einmaliges Erlebnis sein. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Okay. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Auch wieder wahr. Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Da beeilen wir uns. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Das Terminus-System, ja. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Na gut. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Ja, machen wir. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Mhm. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign, eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Ich ahne schon Übles. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er ihre früheren Berichte gesehen, in denen sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht. Wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln.
wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Nutzlos. Bis zum... Ja, geht nicht mehr. Ja, und diese traurige Musik wird sich jetzt die ganze Zeit im Mass Effect 1 jetzt abgespielt. Reden wir noch alle mit einmal und dann will ich die Folge beenden. Dann will ich die Folge hochladen und dann wieder eine neue Folge aufnehmen. Oder ja, an sich habe ich noch genügend Zeit. Ich könnte noch etwas länger machen. Codex, Gigi. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams. Das tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. In einer solchen Situation gibt es keine richtige Entscheidung. Ich kann nur hoffen, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Ich werde schon klarkommen, Commander. Ich brauche bloß etwas Zeit. Ich werde schon klarkommen, Commander. Ich brauche bloß etwas Zeit. Ja. Starker Verlust für die Gruppe. Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. So, keine Lenko ist nicht mehr hier. Leider. Wir können aber nochmal mit Liara reden. Und dann reden wir mit einem anderen. Und dann reisen wir nochmal kurz zu... Ja. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Liara. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ja. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alle... Das hatten wir, glaube ich, schon. Ich war beeindruckt. Sie sind in guten Händen. Ich habe über Saren nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Er ist zu einem Sklaven der Reaper geworden und erkennt es nicht einmal. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Immer so solche große, starke Trauer. Leben Sie wohl, Commander. Ja, wir sehen uns ja gleich wieder. Ich muss sogar noch, ich muss sogar noch mal gerne Comics oder Bücher nochmal zum Mass Effect 1 durchlesen über Saren. Ob es wirklich seine richtigen Hintergründe sind, über das Leben aller zu retten oder persönliche Machtgeber. Saren war aber auch ein Charakter gewesen, den ich auch noch nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Der ist ein cooler Bösewicht oder Anti-Held oder je nachdem, wie man sie nennen möchte. Aber so großes Interesse hat er bei mir leider nie erweckt. Garrus. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das. Ich habe viel über das nachgedacht. Und mir, er ist während meiner Wache entkommen. Wort. Wer ja. Die Leute, die... Keine Sorge, Commander. Das wäre... Also, das hat mich schon gehabt. Commander? Wie geht's dir wegen Kaisern? Wegen Lieutenant Alenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur... Ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Hör mir zu, Williams. Ich habe bei dieser Mission das Kommando. Ich habe den Befehl gegeben. Nein, es ist meine Schuld, dass er tot ist. Ist irgendwie witzig.
Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben. Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt, wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Elysium fertig geworden? Es war mein Job, alle sicher da rauszubringen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder passiert. Das gilt auch für mich. Ich werde ihn nie vergessen und mich nun noch mehr anstrengen. Ja, das ist wohl alles, was wir jetzt tun können. Danke für den Rat, Skipper. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass sie kommen und wir wissen, was sie vorhaben. Ich habe nicht vor, einfach aufzugeben und zu verrecken, Skipper. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an, dass ich nicht zurückschießen kann. Ja, ihr dart von Infanteristen Reaper hoffnungslos unterlegen. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skip. Ah, das ist das SGG-Team. Rede ich gleich nochmal. Hey, Rex. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Danke. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Wir werden ihn bald haben. Dann wird er für seine Verbrechen gerade stehen müssen. Wenn es nach mir geht, wird er mehr als nur gerade stehen müssen. Bis dann, Rex. Shepard. Captain Kirk, ja. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Ich werde Lieutenant Alenkos Verdienste hervorheben. Sein Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Das ist jetzt die Sache, hätten wir jetzt nämlich Kalyan gerettet, wäre dieses Sarianna-Team STG auch gestorben. Also, ja. Kaidan war ein guter Officer. Er kannte die Risiken und tat dennoch, was er für seine Pflicht hielt. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Das hoffe ich doch. Ich werde meinen Vorgesetzten Bericht erstatten. Sie haben sich als Verbündete der Salarianer bewiesen. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Captain schätzt die Mission als Erfolg ein. Ich schließe mich seinem Urteil an. Gut. Gern geschehen. Viel Glück, Commander Shepard. Ja, jetzt hast du vorhin eine andere Stimme gehabt. Ah, ob wir den Sarianer wiedersehen werden? Ja, ich weiß ja nicht. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Tali. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Nein. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. So, jetzt begeben wir uns nochmal oben zur Steuerkonsole der Normandy und fliegen wir nach Ilos. Beziehungsweise, ich wollte noch beziehungsweise schnell zur Zitadelle die ein, zwei letzten Aufträge machen. Und dann, ja. Jui, langsam nimmt die Geschichte sein Ende im ersten Teil. Anfangs hat sich gezogen wie ein Kaugummi. Da war es immer mehr schneller, schneller. Jetzt gehen wir ein bisschen langsamer mit den vielen Gesprächen und dann, ja. Aber die ganze Zeit diese Musik hier abspielt, naja. So. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Ah, sehr schön. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Und damit nochmal mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Galaxie reißen. So, noch schnell gerade sitzen. Ui.
Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Wird auch Zeit. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Das ist doch bescheuert. Seine größte Stärke war zugegeben auch Geheimhaltung, aber seine militärische Stärke mit den Geth und Krogana und jetzt mit der Sauber gewinnen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Erstens möchte ich klarstellen, die Atombombe war die Idee der Sarianer gewesen, nicht meine. Und außerdem, ich werde bestimmt bei Eilos bestimmt noch keine Atombombe zünden. Und selbst wenn ich eine Atombombe theoretisch zünden sollte oder könnte, sollte es nicht zwingend darauf zurückzuführen sein, dass die Allianz das war. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Okay, Schlamoy, da habe ich eine folgende Frage. Was, wenn die Viper da nicht geben sollte oder sowas, was du ja offensichtlich bezweifelst, was bezweckt denn bitte daran, die Zitadelle anzugreifen? Sie verbinde besetzen oder sonst irgendwas machen? Ja, ich meine, was hat er vor nach ihren Augen? Was will er, hat er vor? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen was? Die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ich habe erst eins mit einem gesprochen. Mein Team kann es sogar bezeugen. Und sogar Juk hat irgendwas auf dem Radar, fast dieses Schiff, das irgendwas gemacht hat, eine Wende, was andere Schiffe, die er kennt, hier nicht machen können. Also, ja. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Du. Mistkerl. Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das wird ein Nachspiel haben, Freundchen. Das schwöre ich dir. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ich könnte euch alle... naja. Ist doch nicht wahr. War aber klar. Politiker. Hilflich. Wie geht's, Skipper? Es ist noch nicht vorbei. Du bist ein Optimist, Shepard. Ich schätze... Wir werden dies als Erfahrung der Menschheit einstufen müssen. Wir werden eine Lösung finden. Das müssen wir. Kann ich mich auf dich verlassen? Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, dich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Abwechslung? Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst, ich werde dir helfen. Oh. So, jetzt habe ich's gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Weiblich, genau. Es war nicht gerade leicht, dich zu durchschauen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Das solltest du auch. Ja, klar. Ich kann einfach nur lachen. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht. Captain Anderson für Sie. Spiel
spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Das stimmt, aber wen nehme ich mit? Ich nehme mal zuerst mal Liara und Tali mit. Mal sehen, was es für witzige Gespräche im Fahrstuhl geben wird. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Verriegelt? Ich bin rausgekommen. Ist mir egal, was ich so, dieser Herr gesagt hat. Das wird noch Nachspiel haben, Freunde. Das kann ich Ihnen sagen. So, wir wollten noch einmal bei ZDF 1 der wenigsten Aufkommen, die noch übrig waren, mit den Schippen reden. Allianzvertreter berichten, dass die Gate-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Gate schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Gate-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Dafür brauchen sie wesentlich mehr Schiffe, als sie jetzt haben. Die Allianzflotte ist nicht zwingend klein, aber auch nicht so groß. Na schön, na schön. Ich kann mal zum Ausrüstungsinspektor gehen. Und dann geht es bis durch die Zitadelle, mal gucken, ob ich den Typen mal finde. Weil ich meine, das Bezirksdienst da. Hallo. Hallo. Sagen Sie mir jetzt ja. Ja, Guten Sachen. Jetzt haben wir die Stufe 10 Dinger. Uch, du Scheiße, macht das die Scharen. Na, das nehme ich auch gerne. Okay, das Stunke will ich auch. Wisst du nicht auch? Ich glaube nicht, dass das so einen guten Chance. Ja. Nun gut, Ausrüstung abändern. Okay, es macht wesentlich mehr Schaden als die Gaff-Waffe. Okay, für das Endlevel könnte ich die Waffe nehmen. Sehr schönes Ding. Alter, will ich, mit dieser Shotgun will ich alles zerfetzen, was sich mir in den Weg stellt. Na gut, aber reden wir doch mal den werten Typen an. Tagebuch. Wunscherinnerung. Oh, stimmt, ja. Da war ja was. Die Einrichtung habe ich nochmal durchsucht. Ja. Okay, die einzigen Sachen ist nochmal mit Envy Wong und Dämonen. Das habe ich ja nicht gemacht, weil ich ja gut sein möchte und klar kann ich ihn ja verraten. Ich wollte es aber nicht machen. Ah, nun gut. Wir geben uns erstmal Dämonenerinnerung. Okay. Zu den Bezirken. Gut. Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachnikrieg jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die anfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Oh, interessant.
Bin mal gespannt, wie viel die anderen wahrnehmen. So. Oh, immer wieder so die gleiche Stelle zu sitzen, ist echt nicht gut. Ach, die Leute sind das hier. Entschuldigen Sie bitte, Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Nein, das bin ich nicht. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Danke. Worum geht es bei dieser Demonstration? Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alienfreunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Okay, Sekunde. Ui, die muss ich wieder gerade einsetzen. Jetzt ist eine interessante Sache, die Trockenlandpartei. Ja, wird ihr schon selbst sehen, was es ist. Sie wollen am Gedenktag des Erstkontaktkrieges demonstrieren. So, wie wir es jedes Jahr machen, seit 26 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Menschen die Lektion dieses Krieges vergessen. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird es niemand tun. Ich dachte, die Lektion des Erstkontaktkrieges sei, dass es noch anderes Leben der Galaxie gibt und man andere Meinungen akzeptieren muss. Schon möglich, Commander. Aber wenn die Aliens ihre Meinungen mit Waffengewalt vertreten, warum sollten wir uns dann nicht wehren? Der Vorfall am Massenportal war ein Missverständnis. Man würde ja auch versuchen, ein Kind aufzuhalten, wenn es eine Waffe anfassen würde. Ja, ich würde ihm die Waffe wegnehmen, aber es nicht töten. Das stimmt, das war ein Missverständnis gewesen und ich muss die Trockenlandpartei ein paar Sachen recht geben, dass es... Es kann immer, wenn wir neue Endrassen treffen würden, können uns diese Vorfälle passieren und deswegen eine starke militärische Präsenz haben, ist nichts Verkehrtes. Problem ist nur, wenn man sie falsch einsetzt und deswegen, ja... Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Okay. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Hm? Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen Sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch. Auch wenn das stimmt. Einige der Dinge, die diese Leute äußern, sind schlichtweg Fanatismus. Pardon. Ich glaube nicht, dass sie die Interessen der Menschen etwas angehen. Was die Allianz macht, geht alle etwas an. Also in manchen Dingen hat die Trockenlandpartei natürlich recht und ein paar Dinge unterstütze ich auch, aber ein paar Dinge unterstütze ich sie nicht. Wir alle leben in dieser Galaxie, Mr. Saracino. Also betreffen unsere Entscheidungen immer auch andere Völker. Natürlich ist das so. Tut mir leid. Ich wollte nur sagen, dass andere Völker kein Recht haben, sich in die Politik der Allianz einzumischen. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Und obwohl ich schon bei den vielen Punkten recht gebe, hatte diesen Punkt nicht wirklich recht, weil es kann natürlich wieder passieren, erobert werden. Es kann immer wieder was passieren. Selbst wenn man eine frühere Situation erlebt hat, kann die Situation immer noch wieder passieren. Selbst wenn die Lage anders wäre, die Lage... Es kann einfach wieder passieren, sagen wir es so. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saracino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Erst die Erde! Die Leute warten auf mich, Commander. Vielleicht können wir Lunch zusammennehmen. Die Leute warten auf mich, Commander. Vielleicht können wir Lunch zusammennehmen. Okay.
Interessantes Gespräch. Zum Präsidium. Das ist, ne? Es looks. Ich überlege gerade, wie der Typ. Zum Präsidium geht's ja nicht da. Oder doch? Ach, stimmt, ich bin ja von unten gekommen und zum Präsidium geht's doch hier lang. Hier ist die Nebengasse. Okay, der Typ müsste hier sein, jedenfalls auch gerade. Nee, welche Nachrichten? Im Verlauf der Eden-Crime-Untersuchung hat der Rat angeblich einem seiner Untergebenen den Spectre-Status wieder entzogen. Der Beschuldigte, dessen Namen bisher ungenannt blieb, wurde noch nicht gestellt, aber ein Sprecher des Rates hat bestätigt, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Ja. Die ergriffenen Maßnahmen wird gerade beim Boden gehalten, weil diese werten Ratsleute meinen, alles besser zu wissen. Aber ja, man kennt's. Ach, wieso trägt er diese Kleidung nicht? Was? So. Freundchen, wiedergefunden, ne? Schon wieder da? Hast wohl nicht ein paar Credits über, oder? Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Sie hat mir erzählt, was auf Meduia passiert ist. Hat sie? Erstaunlich. Die Leute waren wie Tiere angekettet. In Käfigen gefangen und klammerten und schrien, als sie in die Frachtmodule gejagt wurden. Und wir konnten sie nicht erreichen, weil wir am batterianischen Verteidigungssystem nicht vorbeikamen. Viele von uns sind bei Vorstößen getötet worden. Wir konnten nur zusehen, wie die Leute weggebracht wurden. Seit 13 Jahren versuche ich, diese Bilder aus meiner Erinnerung zu löschen. Und du? Was hast du zu erzählen? Wir beide haben es nicht leicht. Wir beide haben Dinge gesehen oder werden noch sehen, die wir nicht haben wollen. Ich werde ihnen kein Geld geben, damit sie sich zu Tode saufen. Sie müssen damit aufhören. Wenn du nichts Besseres anbieten kannst, gib mir einfach 20 Credits. Reicht für eine gute Flasche Whisky und ist gut gegen die Bilder. Meine Mutter rät ihnen, das Veteranenbüro aufzusuchen. Dort finden sie Hilfe. Sie sind nicht der Einzige, der durch die Hölle gegangen ist. Das VB? Oh Mann. Aber wenn sie will, dass ich mit jemandem rede, tue ich's. Für sie. Sie hat immer zu mir gehalten. Tja, sie war schon immer so naiv. Im VB pumpen sie einen sowieso nur mit Chemikalien voll. Sag ihr, dass sie mich über das Zitadell-VB erreichen kann, wenn sie mich sprechen möchte. Haben wir doch gut gemeistert. Das will ich gesagt jetzt nicht machen. Das hab ich auch schon geschafft, aber wurde nicht angenommen. Habe ich auch geschafft oder auch nicht. Oder manche habe ich angenommen, aber kann ich nicht mehr machen. Jetzt muss ich noch mal zum Zitadell-Turm. Juhu. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Das heißt, nein. So, wenn das wir eben die Übung erledigt haben, dann beende ich diese Folge und in den nächsten Folgen machen wir uns dann auf den Weg nach Anderson, was er zu sagen hat, und hoffentlich können wir dann in der nächsten Folge. Ja. Hades Gamma Cluster wurde von Biotik-Extremisten überfallen. Die unter Drogen gesetzten Wissenschaftler griffen die Allianz-Soldaten an und die Rettungsmission wurde zu einem brutalen Massaker. Hä? Das Forschungszentrum wird wohl erst in einiger Zeit wieder eröffnet. Dieses Massaker, wo die Allianz mir Hackett gesagt hat, ich sollte ein bisschen helfen, lief doch reibungslos, ich habe keinen Wissenschaftler getötet. Was soll diese Scheiße? Ich hab niemanden umgelegt. Außer die Angreifer. Aber, ja. Naja, was soll man sagen? Manchmal hat das Spiel ein bisschen buggy, aber, ja. Ende Massaker. Kann ich nicht verstehen, da war kein Massaker, also ich habe alle gerettet. Ach, das Präsidium, so schön. Zum Zettel der Turm.
Diese Musik. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, ich werde auch erfreut sein. So. Ich muss sagen, dieser Raum ist wirklich sehr schön. Etwas mit Beleuchtung. Sehr schön, aber ja. Hatte keiner was zu sagen. Niemand. Habt ihr beinahe was zu sagen? Nein. Schade. Okay, im Leerwung, da haben wir es. Oh ne, ich mach's auch in der Folge noch, dass ich mit Anderson rede und dann ja. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Hoffentlich. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. Gut. War kein Problem. Viel Glück mit der Story. Das wird die Leute sehr interessieren. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Vielleicht können so ein paar Leben gerettet werden. Hoffentlich. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. Bitte gerne. Und das hat echt gut Cash gebracht, obwohl ich kein Geld mehr brauche. Wir nennen uns so langsam ein Ende. Na gut, ne, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Flux. Und dann haben wir, sag ich mal, in der nächsten Folge können wir wohl das Ende angehen. Da wird es wahrscheinlich auch über eine Stunde oder so dauern. Oh. Ach stimmt, dich gibt's ja noch. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem. Und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Ja, ich bin aber ein Spectre. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Ja. Mein Name ist Elias Kiel. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Einheit der Bürokratie. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Aha. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Credits. Oh. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr vertrauen. Ja, haben wir schon. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur die... So Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung.
keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Geschafft. Eine kleine Nebenaufgabe. Dali? Die Musik ist interessant. Ob ich wohl eine Kopie finde, um sie mit zur Flotte zu bringen? Ich könnte mich an dieses Leben gewöhnen. Ja. Warum ist die Musik in solchen Etablissements immer so laut? Es scheint fast, als bräuchten die Leute hier eine Entschuldigung, um nicht miteinander reden zu müssen. Tja. Anderson! Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Chef. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Aber was passiert mit dir denn? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Und meine Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Ich danke Ihnen. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Brechen das Büro einfach rein. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Vor allem das. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen können? Ich sag mal ja, falls ihr es vergessen haben sollte. Abgesehen von dieses eine Dings mit den Spielautomaten da. Dann schaut's mal in die Kommentare, dann kann ich das in den nächsten Let's Play auf Neutral oder auf Böse eben halt korrigieren. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. So. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Na, sehr schön. So, ich mache mich jetzt kurz auf den Weg zur Akademie. Bezirke, genau, da war's. C-Sicherheitsdienst. Da wird ihr schon viel speichern und da war's für diese Folge. Und wenn alles gut läuft, werde ich gleich noch
bin der Sprechplatz, das heißt, erlaubt noch eine Folge aufnehmen und dann werde ich Mass Effect im nächsten Part beenden. Dann wirst du ungefähr auf 90 Parts gekommen sein. Schon relativ viel, aber ich habe auch erst später angefangen, die Parts länger zu machen. Okay, speichern. Speicherpunkt 60. Na gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum Ende. Ciao.